Ich begrüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch zum Palmsonntag. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Passionsmeditation zum Palmsonntag. Ich lese den Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Dass ich errettet werde von denen, die mich hassen, und aus dem tiefen Wasser, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Amen. Jetzt kommt dein König zu dir. Er reitet auf einem kleinen Esel. Zu diesem Zeitpunkt verstanden seine Anhänger die Stelle nicht. Aber als Jesus verherrlicht war, erinnerten sie sich daran. Sie hatten für ihn getan, was die Schrift vorausgesagt hatte. Als Jesus den Lazarus aus dem Grab und wieder ins Leben gerufen hatte, waren viele Menschen dabei gewesen. Sie hatten es weitererzählt. Darum kam ihm jetzt die große Menge entgegen.
Sie hatten von dem Zeichen seiner Macht gehört. Die Pharisäer sagten sich, so kommen wir nicht weiter. Die ganze Welt läuft ihm nach. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich.